Na, Meyerlag, wie geht's? Ich hab dich gesehen. Du brauchst dich nicht verkriechen. Aber wenn du mich in Ruhe lässt, dann lass auch ich dich in Ruhe. Na gut, du hast entschieden. Deine Entscheidung! Floppdiwoppmann! Gegrillten Meyerlag. Ich meine, wir haben den mit dem Plasmagewehr gekillt. Und wenn er jetzt nicht zu Glibber zerfallen wäre, dann müsste das Meyerlag-Fleisch eigentlich doch gebraten sein. Oh, Meyerlag-Eier ohne Ende! Und da ist der König. Der Meyerlag-König! Na, boah, der kann aber fix schwimmen, ne? Als ob er dafür gemacht wäre. Zack. Oh, die Küstengrotte, das wird großartig. Na. Oh, 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 oh. Ja, 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 komm hoch hier. Wir machen uns das ein wenig einfacher. Wir locken dich nach oben und nutzen den Highground aus. Lass es sein, Anakin, ich hab den Highground. Digga. So, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gutes Fleisch, verkaufbares Fleisch. Aber hier sieht das Wasser schon wieder ganz okay aus. Da drüben sind noch ein paar Meyerlurks, die sich physikalisch fragwürdig bewegen. Er schwimmt in der Luft, aber er weiß es halt nicht besser. Initial-Safe mal machen. Wasser ist immer eine wackelige Geschichte, gerade in den großen Bethesda-Rollenspielen. Oh, 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 na, komm mal da rein. Oh, das tatsächlich im Wrackeneingang. Das will ich mir angucken. Da kommen wir bestimmt in eine Höhle oder so. Zur Seehöhle, erfordert Schlüssel. Nein! Ich will in die Seehöhle. Also können wir hier rein in die Seehöhle oder über den Brunnen. Merken wir uns. Bestimmt. Und jetzt rüber zur Küstengrotte. Das ist in die andere Richtung. Also zum Meyerlag, der in der Luft schwamm. Aber was haben wir hier denn noch so Schönes? Mal runtertauchen. Hm. Naja. Nicht so viel. Oh. Hallo, meine Freunde. Zack, zack, zack. Ihr Jäger. Ihr wart mal echt schlimme Gegner für mich. Aber das war vor gut 100 Stunden. Mittlerweile machen wir ziemlich gut aus euch Fischstäbchen. Ja, das war mein Fischstäbchen-Gesicht. Captain Iglo wird's freuen. Aber für den haben wir den Schlüssel noch nicht. Der wird wahrscheinlich da drinnen im Schiffswrack auf uns warten. Mit seinen mittlerweile gealterten Kindern, mit denen er in den 90ern merkwürdigerweise immer raus aufs Meer gefahren ist. Der Mann ist nicht gealtert, die Kinder schon. Ich tippe auf Adrenochrom. Das würde auch die Kinder erklären. Hm, okay. Fleisch eines jungen Meyerlurks. Wäre das jetzt Fallout 4, wäre das eine Goldgrube. Dann könnten wir Meyerlurk-Eier-Omelett machen. Und mit denen kann man instant die AP buffen. Das ist quasi unendlich Slow-Mo, wenn man so möchte, ne? Weil genau der VRTS-Modus von Fallout 4 hat ja die Zeit nicht wirklich eingefroren, wie er es hier tut in Fallout 3. Und ich sehe gerade, oh, oh, wir sind maximal gefüllt. Aber wir sind in der Nähe von einem Schnellreisepunkt und das sollten wir uns vielleicht zunutze machen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie stark sind wir überfüllt? Kann ich vielleicht noch so ein paar Waffen zusammenschustern? Entschuldigung. Ja, können wir tatsächlich. Dann machen wir das. Zack. Und, jupp, jupp, jupp. Yay. Ich erspare euch mal den Rest. Zack und schon fertig. Wir haben 20 Trageeinheiten eingespart. Trotzdem sollten wir mal unseren Kram verticken gehen. In der Hoffnung, dass jetzt die reiche Händler-Mod auch bei der Händlerin, oh, wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht mehr, hier in Point Lookout greift. Und dann beamen wir uns hier zurück zum Schiffswrack. Oder wir machen nochmal einen Extraschwenk und zwar zu der Frau, der wir eventuell die ganzen Pungerfrüchte geben können. Margaret, genau! Vielleicht können wir hier endlich die ganzen Pungerfrüchte andrehen. Und dann würde ich auch die anderen aus meinem Lager holen. Also aus der Mülltonne. Hey, was ist denn das jetzt? Warum kann ich...
jetzt schon wieder nicht mehr rennen. Doch eigentlich müsste das funktionieren. Ach, Caps war aktiviert. Warum auch immer. Margaret, ich steck mal die Knarre weg. Nicht erschrecken, das ist kein Überfall. Na, wenn das nicht mein allerliebster Fremdling ist. Grüße, ist das Tonikum schon fertig? In ein paar Stunden sollte es soweit sein. Oh. Kommen Sie dann wieder. Ja, ist in Ordnung. Vielleicht lasse ich die Punga-Früchte auch einfach bei dir, aber das wäre klar und das würdest du mal übel nehmen, wenn ich sie dann wieder rausnehme. Aber draußen, naja, da können wir sie ja hinpacken. Ne? Wir merken uns einfach, dass wir die Punga-Früchte hier... Hier ist kein Behälter. Das ist nicht cool. Ich könnte sie einfach auch hier auf den Boden legen, aber die sind doch dann irgendwann weg. Ich glaube bei Fallout 3 noch nicht, aber bei Skyrim war das irgendwo. Irgendwann so. Ich glaube ja, das war so bei Skyrim. Damit der Safe am Ende des Tages oder naja, am Ende der 150-stündigen Spielsession dann nicht zugemüllt ist mit Informationen, die kein Mensch braucht, ist hier hinten vielleicht ein Behälter. Es würde mir reichen, es wäre mir recht. Latrine, nein, wir müssen die Pungas hin und her schleppen. Schande, Schande, Schande. Ja, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Gut, dann machen wir das so. 3, 2, 1. Na, wo ist die Weltkarte? 1. Ins Wendler-Outfit steigen. Fusel trinken, weil kein Bier da ist. Wow, gerade wo ich Kram verkaufen wollte, wurde Panadas Warenhaus angegriffen. Heftig. Von wem? Von einem Schmuggler aus heiterem Himmel. Wer hätte das gedacht? Den Knüppel nehmen wir jetzt mit als Andenken. Wo waren wir stehen geblieben? Fusel wirkt noch. Mit der verängstigten Panada Handel treiben. Sehr, sehr wütend sein, weil Panada wirklich null Kronkorken hat. Alle Sachen von Panada reparieren lassen, damit sie eine Finanzspritze bekommen. Eine kleine. Panada wieder arm machen. Zur Geheimmülltonne gehen und alle Pungas ablegen. Und Hefe auch weglegen. Zurück ins Kampfoutfit. Zum Schiffswrack reisen. Jupp. Und das Abenteuer fortsetzen. So, wir wollten in die Richtung mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, wann hier die Karte zu Ende ist. Und dann Richtung, naja, der Grotte, genau. Zu dem schwebenden Meierlöck von vorhin. Für mich ist das ein bisschen länger her als für euch. Mir ist das Spiel leider auch bei der Warenhaushändlerin, bei Panada, zweimal abgeraucht. Toi, toi, toi. Aber danach ging es ohne Probleme. I don't know. Das wird schon. Hier ist vorbei, ne? Hier rumschwimmen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ihr kennt mich. Ich probiere das mal aus, okay? Mal gucken, wie... Okay, wir kommen hier gar nicht ins Wasser rein. Schade. Hier vielleicht. Wie weit kommen wir? Das ist ein Experiment. Ein technisches Fallout-Experiment. Der Leon da Gabo hat Schande. Ich glaube, man müsste hier irgendwie den Ghost-Modus schalten. Dann kommt man bestimmt weiter. Und würde ein paar interessante... Dinge sehen. Technisch interessante Dinge. Game Design technisch interessante Dinge. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind wegen den Pungas hier. Und wegen der Küstengrotte, die da drüben zu sein scheint. Zumindest sagt das unsere Karte. Und wer bin ich, die Karte anzuzweifeln? So. Oh, ist das cool hier. Mit dem Rumschwimmen, da kommt richtig Urlaubsflair auf. Also wenn es ein bisschen wärmer wäre, es sieht hier nicht sehr warm aus, dann würde ich hier gerne meine Nachmittage verbringen mit meinem Kindle. Und zwar hier, hier würde meine Decke liegen, da wo es noch weich ist. Und dann würde ich da veraltete, hart technische Science-Fiction-Romane lesen aus den 50ern und 60er Jahren von Isaac Asimov. Wie zum Beispiel Foundation 4, der vierte Teil. Der zehnteiligen Foundation. Des Foundation-Zykluses. So rum. 10 Stück gibt es da. Echt gute Schinken, muss ich sagen. Klar, sind veraltet und so. Aber der Mann war ein Visionär. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ne? Aber auch darum geht's hier nicht. Pungas, wo sind sie? Take me to your Pungas. All your Pungas belongs to us. Na,
Freund Nase. Das wollen wir doch mal sehen hier. Na, wo seid ihr jetzt? Kommt er überhaupt hier hoch? Die sind abgehauen. Es ist gut möglich, dass der Eingang zur Küstengrotte, dass der unterirdisch ist. Also ich würde mich nicht wundern. Oh, da ist er. Da ist einer von denen. Ist das ein Verkrüppelter? Wenn nicht, machen wir ihn verkrüppelt. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Ich glaube, der war schon verkrüppelt. Zwei Pfeile müssten reichen. Na los! Schieß auf ihn! Was ist los mit ihm? Ach so, das ist der Schwebende. Ich erinnere mich. Übel. Oh, die Schussgeräusche sind wieder massiv zu laut. Das war die Neuinstallation. Ich muss mir das hier nächste Mal screen capturen, wie die Einstellungen waren. Ich glaube, bei Effekte müssen wir noch ein bisschen runtergehen. Bei Musik auch. Und Stimme und Schritte dürfen wir ein bisschen lauter lassen. Toi, toi, toi. Ja, ist okay, ist okay. Das wird schon. Ich meine, das kompensiert alles OBS dann später, aber ich werde dadurch auch kaum hörbar. Und das geht ja mal wohl gar nicht. Wo ist der andere Meierlock hin? Der wird bestimmt noch auftauchen. Ja, flieh nur, flieh nur. Das ist deine einzigste Chance. Hm, okay, wo geht's denn jetzt hier bitte? In die Küstengrotte rein, da drüben. Ist hier vielleicht noch irgendwas Spannendes unter Wasser? Vorsichtig. Da ist noch was, tatsächlich. Eine Sekunde, wir müssen richtig speichern. Das könnte gefährlich werden. Und verbuggt, beides. Also gefährlich verbuggt. Vertrackt, wenn man so möchte. Zack, gespeichert. Fluppdiwupp, Point Lookout. Schlag mich tot. Und los geht's. Mit eingeschalteter Pip-Boy-Lampe. Ist sie ein? Ja gut, das hilft aber nicht viel. Sehr gut, genau das müssen wir alles looten. Na, Pfeil und Wunderkleber. Können wir beides mitnehmen? Schön. Hoch zum Atmen. Wir atmen mal lieber. Atmen, verdammt wichtig. Stimpaks, zwischenspeichern. Da war doch noch mehr. Oh Gott. Hier runtertauchen. Ohne Luftflasche. Ohne Druckluftflasche. Das ist, ne, schon verdammt gefährlich. Und den Safe beim nächsten Mal. Also wenn der jetzt nicht den Premium-Loot hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Wo, wenn ich hier? Wo, wenn ich hier? Sehr leicht. Einfach nur F drücken. Klasse, das freut mich. Umso weniger Zeit müssen wir hier unter Wasser verbringen. Brauche ich alles, Mensch. Aber wer packt eine Flasche Scotch in den Safe? Hä? Wobei, das kommt immer auf den Scotch an. Aber das ist nur ein 10-Kronkorken-Scotch. Ich glaube, wir haben alles, ne? Wir können ja hier noch so Richtung Land tingeln. Mhm. Ist hier noch irgendwas? Vorsichtig. Ach stimmt, wir können ja auch unter Wasser sprinten. Und das finde ich nicht verkehrt. Das ist halt, wenn man Kraulbeine schwimmt unter Wasser. Meine Güte, ist das wieder laut? Ja, den Regen kann ich leider nicht separat leiser stellen. Der ist gekoppelt an die Effektlautstärke und der ist in Bezug dann auf die anderen Effektgeräusche nicht allzu gut abgemischt. Wisst ihr? Und das ist schade. Den müssen wir ein bisschen lauter lassen. Nehme ich. Wir könnten auch die ganzen Biere... Nee, Quatsch, die Biere, die sind ja nichts wert. Nur der Scotch und so. Die sind was wert. Altmetall, eine Kernspaltungsbatterie. Gut. Und ein Schachbrett für Moira. Yay. Spring Break. Wo ist denn jetzt die Grotte, bitte? Ich bin doch schon direkt da. Ich bin sogar schon vorbei. Die muss irgendwo hier sein. Also entweder oben oder wir müssen unter Wasser rein. Na, hier irgendwo ein Unterwassereingang. Ansonsten müssen wir den Berg besteigen. Ich kann ja auch einfach mal auf die lokale Karte gucken. Absoluter Luxus. Hm. Und sollte man nutzen, wenn man sie hat. Fallout 76 hat keine lokale Karte. Und das ist verdammt schade. Aber vielleicht wird sie noch nachgereicht. Hm, Schande. Da oben, da, bei der Laterne. Hundertprozentig. Da muss doch ein Eingang sein. Hä? Lass mich hoch, Steinmensch.
Also Stein, komm mal, Mensch. Na? Schande, wir müssen doch irgendwo hier hochkommen. Es sei denn, es ist ein Ausgang only. Könnte auch der Fall sein. So von, richtig, vom Schiffswrack, von der Seehöhle. Nee. Hier ist der Eingang zur Küstengrotte. Wir haben ihn gefunden. Oh, cool. Also richtig gebaut, vielleicht eine alte Vault oder sowas, ne? Aber wir bereiten uns lieber mal auf einen eventuellen Kampf vor. Ist hier noch was? Eine Punga eventuell. Also von Pongas kriege ich nie genug. Hallo? Noch ist alles entspannt. Hin und wieder mal in die Hocke gehen, um nach Gegnern abzuscannen. Nee. Oh! Oh, da ist einer. Der ist bei Verstand. Das ist ja großartig. Komm gleich. Geht gleich los. Ich beklau dich. Nee, kann ich gar nicht. Okay. Doch, kann ich. Nehme ich. Jupp. Dankeschön. Schachbrett für Moira. Kronkorken. Stimpaks. Wasser. Mini-Atombombe. Können wir immer gut gebrauchen. Aber dein Bett, das darf ich nicht benutzen. Warum auch immer. Hey. Na, wie geht's dir, mein Freund? Willkommen bei meiner außergewöhnlichen Safari. Ich bin dabei, Mann. Sollen wir sie eintragen? Na klar, natürlich. Wofür genau soll ich denn überhaupt angemeldet sein? Ach, für das größte Sportspektakel, das Sie in Ihrem Leben jemals erleben werden. Okay. Aber natürlich erst, nachdem wir die Regeln durchgegangen sind. Okay. Und Sie die unbedeutende Einschreibegebühr von 1000 Kronkorken berappt. Da können wir bestimmt noch ein bisschen was verhandeln. 1000 Kronkorken, das ist Wucher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir dieser Preis das Gesindel vom Leib hält. Ah, eine Paywall. Sie sind doch kein Gesindel, oder? Nee, aber ich weiß, wie eine Paywall funktioniert. Verraten Sie mir mehr über diese Safari. Aber gern. Was hätten Sie denn gern gewusst? Na, einfach alles. Worum geht es denn dabei? Die Teilnehmer, das sind Sie, versammeln sich in der Arena. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie auf den Knopf, ja, und die Jagd beginnt. Ein Arena-Kampfmodus. Ich lasse Gruppen von wilden Ghulen los, gegen die Sie sich verteidigen müssen. Ja. Keine Sorge, ich lasse schon nicht so viele gleichzeitig. Ach, mach ruhig. Ihnen steht eine Menge Spaß bevor, wenn ich das so sagen darf. Sie dürfen. Was, wenn Sie uns überwältigen? Wie komme ich wieder raus? Rauskommen müssen Sie schon von selbst. Es wäre doch nur halb so spannend, wenn ich Sie beim ersten Anzeichen von Problemen rausholen würde, oder? Okay, und bekomme ich Waffen von Ihnen oder soll ich meine eigenen nehmen? Um die Waffen müssen Sie sich schon selbst okay. kümmern, mein Herr. Schön. Sie haben da sicher Ihre Vorlieben. Ist wahr, ich habe einen Alien Blaster, frisch repariert von Panada. Kennst du Panada? Nee, kennt er nicht. Okay, reden wir über was anderes. Weiter im Konzept. Wie? Richtig, genau. Okay, bitteschön. Deine 1000 Kronkorken. Das ist die richtige Einstellung. Die anderen Teilnehmer warten bereits. Andere Teilnehmer? Wenn sie bereit sind, brauchen sie nur das ist doch bestimmt Betrug oder so. Er schmeißt mich jetzt in ein Loch. Und das war's dann. Okay, wir können loslegen. Er sitzt hier mit seinem Fernseher. Finde ich aber total cool, muss ich sagen. Aber als ob der noch funktionieren würde. Aber er könnte funktionieren. Er hat eine Stromleitung. Und vielleicht auch ein RGB-Kabel hinten drinne. Kann ich nicht genau identifizieren. So, dann wollen wir doch mal. Pelk Safari. Oh. Boah, hallo. Wie laut war das denn bitte gerade? Da ploppt mir fast die Augen aus dem Kopf. Ich nehme natürlich auch den Alien Blaster. Da sind wir ein bisschen flotter hier durch. Und auf alle Eventualitäten vorbereitet. Zellentür erfordert Schlüssel. Oh. Die würde er erst freilassen, wenn wir hier vorbei sind. Hey, hier sind meine Mitstreiter. Hi. Du bist also Nummer 3. Ja. Na, dann wollen wir mal das Ganze in Gang bringen. Aber erst quatschen wir, okay? Mr. Plink hat sich diesmal wirklich selbst übertroffen. Finde ich auch. Großartig. Eine Safari für die ganz Hartgesottenen und, naja, gut Betuchten. Ihr habt alle 1000 Kronkorken bezahlt, oder? Oder war ich der Einzige, der so blöd war? Das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Los geht's! It's Party Time! Hi!